Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Heute habe ich für euch hier zwei richtig schöne Loks hingestellt und zwei Plastikschüsseln mit aktuell vielleicht noch unbekannten Inhalt. Und wie das hier alles zusammenpasst, das wollen wir gemeinsam rausfinden. Heute stehen hier auf meinem Tisch ungefähr, was sind die auseinander? Ich glaube, es sind so circa 20 Jahre. Einmal Anfang 2000 und Anfang 1980. Die hier stelle ich jetzt gerade mal weg. Keine Angst, wir kommen darauf zurück. Ich glaube, diese hier ist 2002 gewesen. Burlington Naos Santa Fe. Die 10133 von Lego, eine 9-Volt-Lok. Und ich denke mal, wir sind uns jetzt schon einig, das hier, das kommt aus einer Zeit, da konnte Lego Zug. Da konnte Lego nicht nur Zug, sie konnten Züge, denn zwei Jahre später, 2004 meine ich, wäre es gewesen, hat man uns den Santa Fe Super Chief hinterher geliefert. Und das hier, das sind doch eindeutig zwei der schönsten Lokomotiven, die wir von Lego besitzen können. Ich besitze sie leider nicht. Vielen Dank, Kevin, dass du mir diese beiden Loks geschickt hast. Es ist viele, viele Monate her, das weiß ich, dass wir darüber geschrieben haben, und voller Freude habe ich die beiden Loks erwartet, und dann hat das Ganze hier alles so ein bisschen Eigenleben angenommen und ich bin nicht dazu gekommen, euch diese beiden schönen Loks endlich mal präsentieren zu können. So haben sie dann leider Gottes einige Zeit bei mir noch mal im Karton geschlummert. Jetzt habe ich endlich die Zeit gefunden, sie rauszuholen. Kein Review darüber zu machen. Ich möchte diese Loks einfach nicht zerlegen, um sie dann hier nochmal neu aufzubauen. Ich denke mal, wir können sie uns auch so angucken, weil sie passen meiner Meinung nach spitzenmäßig zum Thema. Wir schauen noch mal ganz kurz. Das ist, wenn man sowas hier auf dem Tisch stehen hat, dann will man doch auch mal kurz einen Blick riskieren. Ich weiß, hier sind bestimmt einige meiner Zuschauer, die kennen vielleicht diese Lok nicht. Die haben vielleicht genau das gleiche Problem, wie ich es beinahe gehabt hätte. Das war die Sturm- und Drangzeit. Da war alles interessant, außer Lego. Das sind so Sachen, da ist man dann durch einen dummen Zufall nochmal drauf gestolpert, dass man gesehen hat, hui, guck mal, was es da gibt. Deswegen besitze ich die auch nicht. Man hat sie im Schaufenster gesehen, aber hey, mit 20 hat mich Lego ehrlich gesagt nicht so wirklich interessiert eine Zeit lang. Da waren andere Sachen interessanter. Viel ist es hier nicht, was man machen kann. Man kann hier vorne mal kurz die Kanzel wegnehmen und hoppla, hier sitzt jemand drin. Also es gibt auch eine Figur dazu. Hier aufmachen geht nichts. Ein 9-Volt-System braucht kein Motorblock. Der Strom kommt über die Schienen. In diesem Falle sind hier zwei Motoren mit dabei. Finde ich höchst interessant. Ich weiß gar nicht, wie groß, wie viel kann man damit ziehen. Ich habe keine Ahnung. Also wirklich zwei Motoren, das ist schon eine ordentliche Menge für dieses Set. Jetzt weiß ich gar nicht, jetzt muss ich mal selber schnell gucken. Nee, beleuchtet war das Ganze hier, glaube ich, nicht. Es gehen keine Kabel rein. Nee, also ist es wirklich nur, dass sie fährt. Dann kann man das Ganze hier wieder draufstecken und schon ist wieder alles in bester Ordnung. Ich muss gerade gucken, ist das ein Sticker? Ja, das hier ist anscheinend ein... Nee, jetzt muss ich es dann doch mal abmachen. Ist das jetzt ein Print oder ist das ein Sticker? Ich will jetzt hier nicht drauf rumkratzen. Aber es hat eine arg deutliche Kante. Dann wird es wohl ein Sticker sein. Ja, ich gehe mal schwer davon aus. Und der Rest im Übrigen, hier kann man sehen, das sind Sticker. Trotz alledem, all die Jahre ist es eine sehr, sehr schöne Lok geblieben. Genauso wie bei dem Northern Santa Fe. War das der Northern Santa Fe? Ja, das war der. Nee, das war der Santa Fe Super Chief. Das muss man sich immer erstmal alles merken können. Hier kann man das Dach abnehmen. Jetzt haben wir hier schon. Da schläft der Kollege noch drin. Ich wollte das sagen, ich hatte es doch schon mitgekriegt, dass hier
auch wenn er nicht raus will. Dann müssen wir ihn mal rausschütteln. Rausschütteln lässt er sich auch nicht. Jetzt bin ich aber hier. Komm raus, Kollege. So, kein Zubehör oder sonstig was mit dabei. Nee, sonst ist nichts mit dabei. Hier eine Figur in der Lok so mit dabei gelegt. Das ist teilweise, hat man ja zwei mit dabei gekriegt. Das ist einmal der Zugführer und der Schaffner oder wie in diesem Falle der Mechaniker. Hier ist der zweite Kollege. Das ist dann der Zugführer. Genauso sieht es aus. So, bei der Lokbeleuchtung gehe ich jetzt mal ganz schwer davon. Ja, genau, hier vorne geht sie hin. Das ist das Beleuchtung? Ja. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches. Wenn ja, sucht euch einen Baum, an dem könnt ihr mich dann schon mal aufhängen. Hier kommt er raus. So, und hier ist dann dieser Stein. Ne? Bleibt bloß auf der Schiene stehen. Ich möchte hier nicht auf meinem Fusselfilz stehen haben. So, hier ist es mal einmal kurz abgenommen. Also hier gibt es noch einen Stein mit einer schönen großen LED. So, wieder mit davor. Kann man das Ganze wieder hier reinschieben. Jetzt habe ich nur nicht aufgepasst, kommt es auf die erste oder auf die zweite. Oh, Kevin, ich mache dir hier deinen ganzen Zug kaputt. So, die Fliese wieder drauf, damit das Ganze hält. Zurück auf die Schiene. Und ab dafür. Auch hier eine wunderschöne Lok. Jetzt bin ich dann mal hergegangen. Ich bin dann ja auch neugierig, was man da so stehen hat. Und dann habe ich bei eBay geguckt und dann habe ich mich fürchterlich erschrocken. Ich bin selten mit dem Held der Steine einer Meinung. Aber hier kann ich das, was er stetig sagt, gerne wiedergeben. Kauft euch die nicht privat. Also für diese Lok werden hier Preise zwischen 300 und 500 Euro aufgerufen. Bei der ist es nicht ganz so schlimm. Das teuerste, was ich hier gesehen habe, waren 450. Also die gibt es schlappe 50 Euro günstiger. Und da muss ich sagen, lasst die Spekulanten Spekulanten sein. Also wenn ihr das nicht kauft, dann hört das mit diesen riesengroßen Preisen auch auf, weil diese Händler endlich einsehen, das bringt nichts. Geht nach Bricklink. Ihr könnt im Internet, kriegt ihr kostenlos die Bauanleitung und ihr könnt euch die Steine alle irgendwo gebraucht zusammensuchen. Herr Gott, nee, gib nicht 500 Euro für so eine Lok aus. Tut das nicht. Sie sind eine Augenweide. Überhaupt keine Frage. Aber da diesen Spekulanten ihr neues Auto zu finanzieren, indem ihr völlig überteuert irgendetwas kauft, was ihr günstig bekommen könnt. Und hey, der Markt ist offen. Vielleicht mache ich mal ein Video dazu. Es gibt mittlerweile ja eine wunderschöne Möglichkeit, GoBricks nach Deutschland zu bekommen. Ich habe das selber schon gemacht mittlerweile. Auch da nochmal danke an den Kevin, der mich da so ein bisschen hingeführt hat. Das sind 14 Tage, da hatte ich GoBricks Steine, die teilweise 0% Abweichung gegenüber Lego haben. Die stehen dann bei euch im Wohnzimmer und ihr könnt daraus so etwas nachbauen für einen Bruchteil. Also ich müsste mir den Spaß mal machen, pflege das Ganze hier bei eBay ein. Ich glaube, diese Lok werde ich für 50 Euro nachbauen können, ohne Probleme. Vielleicht gönne ich mir sogar den Spaß. Das muss ich mal gucken, wie die Zeit das dieses Jahr so zulässt, dass ich wirklich mal gucke. Suchen wir uns mal ein teures Set aus, was bei eBay wirklich zu überhöhten Preisen gekauft wird. Und ich werde das Ganze versuchen, aus Chinastein nachzubauen und dann schauen wir mal, wie teuer das wird. Mir gefällt die Idee. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welches Set seid ihr der Meinung, versucht das mal günstig nachzubauen. Jetzt bitte nicht den großen Millennium oder so. Da wissen wir, das kann ich so als fertiges Set kaufen. Aber gibt es vielleicht ein Lego-Set, wo ihr sagt, boah, das ist so extrem teuer. Ich möchte das aber haben. Und wenn ich das günstig hinkriegen kann, wäre das sensationell. Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. So, jetzt lasse ich diese beiden Loks mal unberührt. Und jetzt komme ich mal zu diesem Set. Dieses Set, und jetzt komme ich zum eigentlichen Teil dieses Videos. Das stammt aus einer Zeit, wo Rainer ganz oft das Band abfahren sollte. Bin ich gespannt. Schreibt es mir in die Kommentare. Kennt ihr Rainer? Wisst ihr, von wem ich rede?
Also ich kenne ihn noch relativ gut. Diesen Satz, der liegt mir bis heute im Ohr. Und dieses Set kommt aus Anfang den 80er Jahren. Es war 1981. Es war, hier ist jetzt viel Nostalgie, mein erstes Lego-Set. Warum habe ich jetzt hier mein erstes Lego-Set stehen? Das kann ich euch erklären. Eine Idee, die schon seit Monaten in mir schlummert. Es gibt alle möglichen Challenges auf Instagram, Twitter und ich weiß gar nicht, wie diese sozialen Netzwerke alle heißen. Sie tanzen um mich herum, hier und da bin ich mit meinem Namen auch vertreten. Kümmere mich aber nicht ganz so oft darum, das macht jemand anders für mich, weil das ist mir dann doch alles zu hoch. Ich bin mit dem YouTube völlig zufrieden. Aber in mir kam immer auf, wo ich gesagt habe, boah, die Leute kippen sich kaltes Wasser über den Kopf. Die Leute tanzen auf Brückengeländern, machen davon Fotos und kriegen Millionen Klicks. Und dann habe ich gedacht, jetzt müsste doch mal unsere kleine Community kommen und einfach mal nur zeigen, was war ihr erstes Lego-Set. Oder in der heutigen Zeit, vielleicht ist es auch schon ein anderer Hersteller gewesen. Wobei ich denke mal, wenn ich mir meinen Altersdurchschnitt auf dem Kanal so angucke, wird es bei uns allen Lego gewesen sein. Also habe auch ich mir mal ein Hashtag überlegt. Da unten, da schreibe ich ihn jetzt hin und da lassen wir dann auch ganz häufig stehen oder da lasse ich mir jetzt mal die ganze Zeit stehen, kostet ja kein Geld. Und da wäre es schön, wenn ihr ein Bild von eurem ersten Set oder vielleicht habt ihr sogar noch ein Bild mit eurem ersten Set. Ich weiß, dass es von mir und diesem Set ein Bild gegeben hat. Ich habe wirklich lange durch alle Fotoalben und auch teilweise mein alter Herr hat schon digitale Archive angelegt. Ich habe überall gesucht. Ich finde dieses Foto nicht, obwohl ich weiß, dass es das gibt. Aber vielleicht war es auch bei einem Kollegen oder Nachbarn. Postet dieses Foto, egal wo, aber benutzt den Hashtag, weil mich mal interessieren würde. Wir sind Anfang des Jahres. Wie oft geht dieses Bild oder wie oft geht dieser Hashtag um die Welt? Man kann das ja sehen. Also das habe sogar ich hingekriegt. Bei Instagram habe ich diesen Hashtag geguckt. Ihn gibt es noch nicht. Es gibt nicht einen einzigen Eintrag unter diesem Hashtag. Und dann bin ich mal gespannt im Laufe des Jahres, wie oft taucht dieser Hashtag in den sozialen Medien auf und was für schöne Bilder kann man da finden. Also verbreitet das. Vielleicht kriegen wir das hin, dass es einmal rund um die Welt geht. Ich wäre sehr gespannt und vielleicht interessiert euch das genauso. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es mit diesem Hashtag auch mal irgendwo Aufmerksamkeit auf unser Hobby zu bringen. So. Also ich habe es euch erzählt, hier drin die 8859. Das Handbuch dazu, ich habe es leider nicht mehr, aber ich konnte es mir ausdrucken. Ich werde nicht hier nachbauen, weil ich habe nur einen Schwarz-Weiß-Drucker. Aber der Ordnung halber wollte ich es nochmal hier liegen haben. Können wir mal kurz einen Blick reinwerfen. Hat sich nicht viel geändert. Wir haben hier die Angabe der Achsen, wie lang die sind, also hier eine maßstabsgetreue Abbildung. Viel bla 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 ist hier noch mit dabei in allen möglichen Sprachen. Und dann ging das Bauen schon los. Und wenn ihr das hier so seht, das war noch eine Zeit, also ich hatte eine sehr, sehr schwere Kindheit, weil ich musste ganz viele Steine nehmen, wenn ich ein Lego-Set zusammengebaut habe. Schaut euch das mal an, wie viel man da noch in die Hand nehmen musste. Heute ist Lego der Meinung, es reicht, wenn man einen Teil pro Bauschritt nimmt. Also wir hatten noch eine sehr, sehr schwere Kindheit, weil wir viele, viele Steine in einem Bauschritt verbauen mussten. So, ich denke mal, Schüsseln brauchen wir hier keine. Ich habe hier zwei große Schüsseln mit vielen Teilen. Ich kippe das jetzt aus. Ich glaube, das waren 17 Seiten oder 17 Bauschritte. Also sowas ging dann rasend schnell. Ich war noch hier anscheinend 25, es waren 25 Bauschritte, da hatte man ein Technikmodell fertig. Ich mache das jetzt und dann schauen wir uns das Ergebnis mal gemeinsam an. Thank you.
Ich habe mir gedacht, ich komme jetzt mal dazwischen, weil auch wenn es vielleicht noch nicht danach aussieht, also das ist alles das, was ich bis jetzt gebaut habe. Ihr seht das ja in dem Speedbuild, wie weit ich bin. Und das hier ist schon fast die Hälfte des gesamten Sets. Wir leben nicht in 2020 bzw. jetzt schon 2021, wo dieses Set designt und vertrieben wurde. Ich sagte ja, Anfang der 80er, 1981 ist es gewesen. Da war mit viel Minimalismus viel zu erreichen. Also hier ist es wirklich noch alleine, das bisschen Lenkung, was hier drin ist. Aber es lenkt und es hat uns auch damals viel Spaß gebracht, weil man damit spielen konnte. Es läuft alles noch nicht so flüssig, wie die Modelle das von heute können. Das ist logisch. Aber weswegen ich im Grunde genommen hier bin, schaut mal, was hier liegt. Alles das, 55 Teile. Ich habe sie gezählt. Es sind 55 Teile. Das ist ein Bauschritt. Ich glaube, so manch eine Mama würde heutzutage Amnesty International rufen, wenn ihr Kind so viel auf einen Haufen machen muss. Da verliert es den Überblick und ich möchte wetten, ich selber habe auch Erfahrungen mit Kindern, das ist überhaupt nicht das Problem. Die würden das heute in die Ecke schmeißen, die werden sowas von überfordert damit. Ich persönlich denke mal, ich werde mich nachher nochmal ordentlich hochleben lassen, weil ich als Kind so etwas bauen konnte. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Lego, tut uns doch einen Gefallen und geht mal wieder zurück. Hier wird wirklich Kreativität noch gefördert in diesen Sets, das merke ich. Klar, ich war damals auch Kind und mit Sicherheit wird mir das schwer gefallen sein, da bin ich fest von überzeugt. Aber wenn ich mir das heute so angucke, dass man auch in der Anleitung mal gucken muss, nanu, wo sind die ganzen Teile, die jetzt hier vor mir liegen oder die ich raussuchen soll, wo werden die denn verbaut? Weil das zeigt die Anleitung uns teilweise noch nicht einmal so klar und deutlich mit Pfeilchen und alles bunt umrissen und schwarz-weiß ausgegraut oder wie auch immer. Also hier möchte ich mal sagen, ich habe es wirklich auch schon aus dem Kopf vergessen gehabt, aber hier wird Kreativität noch gefördert und hier bin ich auch noch mit dabei. Das ist phänomenal, das mache ich bei den heutigen Sets nicht mehr. Die sind wirklich teilweise so gut durchdesignt, die baut man stumpf weg und man weiß, das funktioniert. Aber hier sind so zwei, drei Sachen, wo selbst ich hier schon denke, würde ich heute ein wenig anders machen. Klar, vielleicht gab es damals die Steine nicht. Man müsste jetzt mal den Steinekatalog von, ich weiß nicht, wann es designt wurde, lassen wir es mal 79, 80 gewesen sein. Da wird es mit Sicherheit noch nicht die Anzahl an Steinen gegeben haben, die uns heute zur Verfügung steht. Aber man konnte daraus was bauen und man konnte tatsächlich noch den Kindern zumuten, 55 Steine für einen Bauschritt in die Hand zu nehmen. Grandios, wenn das mal heute auch noch so ging. Ich denke mal, alleine das, was hier vor mir liegt, wäre heute ein Buch. Jo, das wäre definitiv ein Buch. 55 Teile. Wir reden hier in der heutigen Zeit mit Sicherheit über 20 Bauschritte, die hier gerade vor mir liegen. Die meiner einer im zarten Alter von ja nicht einmal 10 Jahren bewerkstelligen musste. Und ich weiß, ich habe das Foto gesehen, das Ding war fertig, also werde ich es wohl auch irgendwie hingekriegt haben. Ob ich dem heute noch gewachsen bin, weiß ich nicht, weil ich ja noch nicht fertig bin. Und deswegen baue ich jetzt mal schnell weiter.
20 Bauschritte und vor mir steht der Trecker. Noch ohne Ackergerät mit dabei, aber der Trecker als solches ist schon fertig. So viele Jahre später macht es immer noch Spaß, das Ganze zusammenzubauen. Meine Finger sind mittlerweile zu groß geworden für so ein Modell, das musste ich feststellen. Also wir haben eine funktionierende Lenkung und ich muss jetzt das Ganze mal an die Seite drehen, weil auch ein Motor haben wir damals schon gehabt, zwei Zylinder. Achso, ich muss ja beide Räder drehen. Ich hoffe, ich glaube, ihr werdet das so gar nicht sehen können. Muss ich das mal so halten. Also auch der Motor hat damals schon funktioniert, auch wenn hier die Zylinder noch eckig gewesen sind, also aus einem Würfel geschnitzt. Die Motorhaube lässt sich auch fixieren, dass sie nicht wieder runterfällt. Also da hat man schon ein paar Möglichkeiten gehabt seinerzeit, um seinen Spieltrieb hier freien Lauf zu lassen. Natürlich ist das mit dem heutigen Glas, das kann man nicht miteinander vergleichen. Deswegen stelle ich den Glas auch gar nicht erst hier hin. Das passt überhaupt nicht mit dazu, auch wenn es beides zwei Landmaschinen sind, die beide Funktionen haben. Da sind zu viele Jahre dazwischen. Ich glaube, das kann man wirklich nicht miteinander vergleichen. Was man hier seinerzeit hatte, war eine richtig schöne Sache. Es gab nichts anderes, das kann man noch dazu sagen. Wenn man was anderes haben wollte, musste man seiner Fantasie freien Lauf lassen. Aber die Anzahl der Steine war natürlich sehr begrenzt. Trotz alledem ist das Ganze hier schön. Was ich aber nochmal aufgreifen möchte, spulen wir nochmal zurück, ganz an den Anfang. Da habe ich was über zwei Loks erzählt und was die aktuell bei eBay kosten. Ich hatte den auch nicht mehr. Auch ich musste mir dieses Set bei eBay besorgen. Jetzt kostet das Ding keine Hunderte von Euro, glücklicherweise, sonst hätte ich das eventuell auch nicht gemacht. Aber hier werden doch zum Teil stolze Preise aufgerufen und auch hier habe ich verhältnismäßig gesehen einen stolzen Preis auf den Tisch geblättert. Dann ist dieses Set bei mir angekommen. Ich habe einen groben Blick drüber geworfen. In der Auktionsbeschreibung stand auch schon, eine Vollständigkeit kann nicht garantiert werden. Und dann ist mir dieses Set bei eBay nochmal über den Weg gelaufen und da war es dann sogar gleich mit Originalkarton. Und da habe ich gedacht, okay, Originalkarton, bestellst du ihn noch ein zweites Mal, dann kann nichts schief gehen und zur Not kann ich den anderen ja auch wieder weiterverkaufen. Und bei diesen zwei Käufen lagen Freud und Leid ganz, ganz dicht beieinander. Aber wirklich ganz dicht. Heute mache ich das Video, Datum spielt jetzt keine Rolle, wir gehen jetzt einfach mal nur vom aktuellen Tag aus. Da baue ich den und mir fallen hier immer wieder Steine ins Auge, die sind fabrikneu. Also hier ist nicht so, wie mir das gesagt wurde, das Originalset. Hier ist nachgepackt worden. Sehe ich kein Problem drin. Es fällt einfach nur auf, dass das Blau ist teilweise blauer als das andere, weil es halt noch nicht so alt ist, noch nicht so oft bespielt. Ich habe den auch nicht gereinigt. Ich wollte den mal so nehmen, wie er ist. Hier ist sich also wirklich Mühe gemacht worden, dieses Set zusammenzupacken. Fehlteile leider ein Problem und hätte ich jetzt hier so einen horrenden Preis, wie er teilweise auch gefordert wird, bezahlt, ich hätte mich jetzt schon dumm und dämlich geärgert, weil es halt Fehlteile hat. Was noch viel schlimmer ist als die Fehlteile, was auf einer Seite aber schön zu beobachten ist, hier sind Fremdteile drin. Hier ist wirklich nicht alles Lego. Das fand ich sehr, sehr schön. Also hier ist drauf geachtet worden, dass es alles wieder hier reinkommt, was hier reingehört, auch wenn es die Fehlteile gegeben hat. Das ist überschaubar. Es fehlen ein paar Transklierteile oder so. Da hat man sich, denke ich mal, einfach nur verzählt. Das ist in Ordnung. Was aber schlimmer ist, ich finde es ja schön, dass die Leute auch auf die Alternativen stoßen und zum Beispiel Achsen oder sowas von einem anderen Anbieter mit dabei packen, was nicht von Lego ist. Mich stört es nicht. Aber wenn ich jetzt überlege, ihr zahlt dafür einen Haufen Geld und dann packt euch irgendjemand Fremdteile da rein, es ist aber Lego bezahlt worden. Ich glaube, hier geht es dann ein Stück weit, darf man Betrug sagen? Ich weiß es nicht, also hier wird man verarscht. Drücken wir es mal so aus, hier wird man verarscht. Und in dem anderen Set, da war es ganz schlimm. Ich habe den Karton, ja, der ist auch nicht neu, nee, da braucht man nicht drüber reden, aber hier hat sich der Verkäufer also wirklich nur die Mühe gemacht, hat rote, gelbe und schwarze Teile reingepackt.
Ich muss das überhaupt mal auseinandersortieren, was ich da für ein Set bekommen habe, weil das Einzige, was zum Trecker gehört, das sind die Reifen. Also ich habe 4 Reifen, die gehören zu diesem Set. Den Rest, eine Weltraum-Minifigur zum Beispiel. Ich hole das nachher mal ran, damit ihr mir das auch glaubt. Da muss ich erstmal gucken, wo gehört das überhaupt hin. Da sind Reifen mit dabei, die kann ich auch keinem Set zuordnen. Und da ist so das, wo ich dann denke, bestellt euch nicht diese Sets irgendwo bei eBay. Wer weiß, was man da reinschmeißt, ihr bezahlt da. Es gibt dieses Karussell, das habe ich gesehen, das kostet über 2.500 €. Und wenn ich dann überlege, da kommt irgendwie ein Schrott oder ein Gelumpe nach Hause für das Geld. Da bleibe ich mal beim Aufruf und greife den auch gerne nochmal auf. Es gibt die Steine in China. Schreibt es mir mal runter in die Kommentare. Was für ein Set würde euch interessieren, dass, wenn man es wirklich über GoBricks bestellt, was es dann kosten würde. Wir bekommen die Anleitung, wir bekommen eigentlich alles im Internet, was wir brauchen. Und auch die Steine von Alternativherstellern bekommen wir. Schreibt es mir mal unten rein. Ich werde mich, nicht gleich morgen, aber ich werde das alles raussuchen, was da so an Set zustande kommt. Und dann werde ich mich dran machen und werde das Ganze nur über Alternativhersteller bestellen. Ich musste aber jetzt schon Sachen wie dieses Karussell, also das, wo Sondersteine drin sind, so wie Soundmodule oder so, das muss ich ausklammern. Das ist eine Hürde, die werde ich natürlich nicht nehmen können, weil kein Hersteller zum Beispiel diesen Soundchip von dem Karussell, den gibt es einfach nicht. Auch dieses Tuch, was da drum kommt, damit man die Fassade hat. Solche Sets klammer ich aus, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Gibt es natürlich nicht, aber wenn wir rein über im groben Standard sprechen, bin ich der Meinung, kann man jedes Set mittlerweile günstig nochmal wieder aufstehen lassen, ohne dass man ein horrendes Geld dafür auf den Tisch legen muss. So, das wollte ich nochmal aufgegriffen haben und die, die den Anfang nicht geguckt haben, die also später zugeschaltet haben, die haben das jetzt nochmal gehört. Ich baue jetzt für den kleinen Kollegen noch sein Ackergerät. Hier liegt ja noch ein bisschen was rum. Lasse ich mich überraschen, ob jetzt alles mit dabei ist oder ob ich dann nochmal an meine Restekiste muss, um das auch noch vernünftig hier hinstellen zu können. Lassen wir uns überraschen. Und ich baue das Ganze jetzt zusammen. Da steht er vor mir und ist so schön wie 1981. Jetzt ist hier, der Flug ist hinten dran. Es gibt dann noch ein Alternativgerät, was man dranhängen kann. Ich vermute mal, das wird sowas wie eine Egge oder sowas in der Art sein. Das Ackergerät lässt sich rauf und runter fahren. Oder eher gesagt rauf, weil runter fährt es fast von ganz alleine. Es ist hier einfach nur ein ganz normaler 1x4 Stein, der ins Zahnrad eingreift und das Ganze oben hält, dass hier die Lenkung funktioniert und man damit fahren kann. Das habe ich euch vorhin schon gezeigt. Also minimalistischer Trecker mit maximaler Spielfreude. Kann man nicht anders sagen. Ich hatte euch gesagt, gucken wir mal eben in den anderen Karton. Ich habe ja gesagt, ich habe mir das Ganze zweimal besorgt, weil wenn man ihn zweimal holt, kann man sich sicher sein, dass man ihn einmal vollständig hat. Beim zweiten Mal habe ich den Karton mitbekommen. Auch der ist relativ, ich muss das mal so halten, bevor hier die Hälfte rausfällt. Hier oben kann man auch das B-Modell sehen. Hier ist nur so ein kleiner Auszug, wie das mit dem Ackergerät funktioniert hat, dass es eine Lenkung hat, auch hier drauf, und einen großen Stempel mit der Aufschrift Technik wie in Wirklichkeit. Heute wissen wir das, dass Lego-Technik-Modelle
super funktionieren und auch sehr, sehr viele ausgereifte Funktionen mitbringen. Hier steckte das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes noch in den Kinderschuhen, aber hier hat man dann doch alledem oder trotz alledem schon sehr viel Funktionen mit dabei gelegt für die Möglichkeiten, die es da gegeben hat. Naja, und dann hat mich das erreicht. Ich weiß jetzt, dass Lego früher Styropor in seinen Kartons hatte. Naja, der Kleine, der passt nicht wirklich mit dabei. So ein Stein komplett mit Bleistift vollgeschmiert. Ich denke mal, darauf wurde Tic-Tac-Toe gespielt. Also, ich hatte es ja gesagt, also was ich wirklich zweifelsfrei sofort anerkennen kann, obwohl ich sehe gerade, hier wäre er dann sogar zwillingsbereift gewesen. Das ist dann ein Stück weit ist das hier alles interessant. Aber diese Räder, die gehören definitiv nicht in dieses Set. Wenn jetzt einer sagt, hey, die gehören aber da und dahin, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin von Hause aus wirklich ein fauler Mensch. Ich bin jetzt nicht derjenige, der bei Bricklink bewusst nach diesen Teilen sucht. Ich lasse das jetzt einfach mal liegen. Ich baue da jetzt mal auf eure Kommentare. Das ist wieder vom Trecker, das ist der Motor, das ist der Kotflügel, das gehört so weit dazu. Also ja, hier ist Trecker mit dabei. Aber es ist halt nicht alles Trecker, was hier drin liegt. Hier hat man dann so ein bisschen gespielt. Hier habe ich noch eine Minifigur. Ist auch ein Astronaut. Das ist so ziemlich das Einzige, was ich sofort daran erkennen kann. Naja, und dann hier nochmal Reifen mit dabei. Da klingelt schon wieder das Telefon. Das können wir jetzt, denke ich mal, ignorieren. Und hier nochmal in Grau. Der gehört auch nicht zu dem Trecker. Wenn ihr wisst, wozu das gehört, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Es würde mich interessieren. Das ist nicht unbedingt Lego aus 2020. Ja, das erkenne ich sofort. Aber es ist halt auch wirklich nicht alles Trecker. Und das ist das, was ich ganz am Anfang meinte. Ihr zahlt teilweise ein Heidengeld. Derjenige macht ein Foto von der Verpackung. Jaho, schaut, ich habe die Verpackung. Und dann bekommt ihr unter unter Umständen für hunderte von Euros, die teilweise aufgerufen werden, was für mich ja nach wie vor eine unverständliche Klamotte ist, da bekommt ihr dann sowas. Da ist der Frust groß. Klar könnt ihr dagegen angehen und sagen, hier, das hast du mir verkauft, das ist nicht das, was ich gekauft habe. Aber es ist immer alles mit Zeit und Geld verbunden. So, jetzt nochmal zu dem. Ich habe das eingangs gesagt, zeigt mir eure ersten Sets. Ich denke mal, ich habe den Hashtag jetzt hier so lange stehen gehabt, der hat sich mittlerweile verinnerlicht. Kommt in meine Facebook-Gruppe, geht auf meinen Instagram-Account, geht, oder es muss ja nicht meiner sein, nutzt euren Instagram-Account, nutzt euren Twitter-Account. Ich weiß nicht, was es sonst alles noch gibt. Vielleicht gibt es eine Plattform, die ich noch gar nicht kenne, wo das auch geht. Postet ein Foto, entweder mit eurem ersten Modell oder von eurem ersten Modell. Würde mich freuen, wenn wir da wirklich mal was auf die Beine stellen, was wirklich im besten Falle länderübergreifend funktioniert. Dass man selbst in Indien, ich glaube, aus Indien habe ich ja auch schon Zuschriften gekriegt. Da sitzen also Leute, die schauen meinen Kanal, schreiben mir ab und zu meine WhatsApp, wie auch immer. Mal schauen, ob wir es schaffen, dass das Ganze um die Welt geht. Also, kramt euer erstes Set raus, baut es. Vielleicht ist hier auch ein YouTuber mit dabei, der sagt, oh ja, Olli, die Idee ist gut, das übernehme ich. Demnächst haue ich auch mal so ein Video auf den Markt und stelle euch das erste Set, was ich hatte oder wo ich mich dran erinnern kann. Teilweise weiß man ja nicht mal, was es das erste gewesen ist. Muss man Mama und Papa fragen. Insofern die Möglichkeit noch gibt, die hat auch leider nicht mehr jeder. Aber trotz alledem, lasst uns mal versuchen, da was auf die Beine zu stellen. Was soll ich sagen? Ich habe heute viel geredet, glaube ich. Ich merke es zumindest an meinem Hals und verhältnismäßig wenig gebaut, aber trotz alledem was Schönes ausgegraben. Das ist meine Meinung. Eure Meinung schreibt ihr mir bitte unten in die Kommentare oder nehmt den Daumen rauf oder runter, um mir zu zeigen, da hast du eine gute Idee gehabt oder so ein Blödsinn interessiert mich nicht. Ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt, dass ihr mir eure Zeit mal wieder zur Verfügung gestellt habt. Bis zu meinem nächsten Video. Muss ich es erzählen? Bleibt bitte gesund.